17 Ziele, die unsere Welt verändern. Die Vereinten Nationen mit 193 Mitgliedstaaten entwickeln seit 2015 die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Diese Ziele beinhalten 169 Zielvorgaben, die eine positive Entwicklung der Menschheit auf der Erde erreichen wollen. Alle Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, diese Ziele bis 2030 umzusetzen. Doch was genau sind diese 17 Ziele? Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und ihre Zielvorgaben verteilen sich auf 5 Bereiche, welche für die Menschheit und unseren Planeten von höchster Bedeutung sind. Bereich 1 widmet sich unserem Planeten. Dazu gehören sauberes Wasser und Sanitäranlagen, bezahlbare und saubere Energie, weniger Ungleichheiten, Maßnahmen zum Klimaschutz, Leben unter Wasser und Leben an Land. Bereich 2 widmet sich den Menschen. Dazu gehören keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen und weniger Ungleichheiten. Bereich 3 widmet sich dem Wohlstand. Dazu zählen keine Armut, bezahlbare und saubere Energie, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, weniger Ungleichheiten, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion. Bereich 4 widmet sich dem Frieden und soll friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften fördern, die frei von Furcht und Gewalt sind. Bereich 5 widmet sich der globalen Partnerschaft. Dabei geht es um eine Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit dem Grundsatz der verstärkten globalen Solidarität. Viele Menschen arbeiten an der Umsetzung dieser Ziele. Wir helfen mit diesem Erklärvideo, dass die 17 Ziele der UN in das Bewusstsein der Menschen gelangen. Nur gemeinsam können wir diese Ziele erreichen und unsere Welt zu einem besseren Ort machen. Die Vereinten Nationen mit 193 Mitgliedstaaten entwickeln seit 2015 die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Diese Ziele beinhalten 169 Zielvorgaben, die eine positive Entwicklung der Menschheit auf der Erde erreichen wollen. Alle Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, diese Ziele bis 2030 umzusetzen. Doch was genau sind diese 17 Ziele? Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und ihre Zielvorgaben verteilen sich auf 5 Bereiche, welche für die Menschheit und unseren Planeten von höchster Bedeutung sind. Bereich 1 widmet sich unserem Planeten. Dazu gehören sauberes Wasser und Sanitäranlagen, bezahlbare und saubere Energie, weniger Ungleichheiten, Maßnahmen zum Klimaschutz, Leben unter Wasser und Leben an Land. Bereich 2 widmet sich den Menschen. Dazu gehören keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen und weniger Ungleichheiten. Bereich 3 widmet sich dem Wohlstand. Dazu zählen keine Armut, bezahlbare und saubere Energie, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, weniger Ungleichheiten, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion. Bereich 4 widmet sich dem Frieden und soll friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften fördern, die frei von Furcht und Gewalt sind. Bereich 5 widmet sich der globalen Partnerschaft. Dabei geht es um eine Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit dem Grundsatz der verstärkten globalen Solidarität. Viele Menschen arbeiten an der Umsetzung dieser Ziele.
Wir helfen mit diesem Erklärvideo, dass die 17 Ziele der UN in das Bewusstsein der Menschen gelangen. Nur gemeinsam können wir diese Ziele erreichen und unsere Welt zu einem besseren Ort machen. Ziele, die unsere Welt verändern. Die Vereinten Nationen mit 193 Mitgliedstaaten entwickeln seit 2015 die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Diese Ziele beinhalten 169 Zielvorgaben, die eine positive Entwicklung der Menschheit auf der Erde erreichen wollen. Alle Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, diese Ziele bis 2030 umzusetzen. Doch was genau sind diese 17 Ziele? Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und ihre Zielvorgaben verteilen sich auf 5 Bereiche, welche für die Menschheit und unseren Planeten von höchster Bedeutung sind. Bereich 1 widmet sich unserem Planeten. Dazu gehören sauberes Wasser und Sanitäranlagen, bezahlbare und saubere Energie, weniger Ungleichheiten, Maßnahmen zum Klimaschutz, Leben unter Wasser und Leben an Land. Bereich 2 widmet sich den Menschen. Dazu gehören keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen und weniger Ungleichheiten. Bereich 3 widmet sich dem Wohlstand. Dazu zählen keine Armut, bezahlbare und saubere Energie, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, weniger Ungleichheiten, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion. Bereich 4 widmet sich dem Frieden und soll friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften fördern, die frei von Furcht und Gewalt sind. Bereich 5 widmet sich der globalen Partnerschaft. Dabei geht es um eine Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit dem Grundsatz der verstärkten globalen Solidarität. Viele Menschen arbeiten an der Umsetzung dieser Ziele. Wir helfen mit diesem Erklärvideo, dass die 17 Ziele der UN in das Bewusstsein der Menschen gelangen. Nur gemeinsam können wir diese Ziele erreichen und unsere Welt zu einem besseren Ort machen.